Ja, ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich heute sehr, denn ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Interviewgast, nämlich die spirituelle Apothekerin, die liebe Ann-Kathrin. Ann-Kathrin, ich freue mich heute sehr, mit dir heute über das Thema zu sprechen, was sind herausfordernde und tragende Systeme in Krisenzeiten? Wir hatten so im Vorgespräch, Krisen kennen ja alle, wenn man im Laufe des Lebens so ein bisschen durchs Leben geht. Denke ich, hat man da schon einen Rucksack vielleicht auch an Tools, wie man durch so eine Krise kommt oder welche Krisen man auch so ein bisschen gemeistert hat, und zwar in der beruflichen Seite als auch in der familiären Seite. Und darüber möchten wir heute so ein bisschen sprechen, was trägt uns in Krisenzeiten und was fordert uns heraus. Ja, aber bevor wir so ein bisschen inhaltlich einsteigen, liebe Ann-Kathrin, vielleicht erzählst du so ein bisschen, was du machst, wie der Begriff spirituelle Apothekerin auch entstanden ist, um die Zuhörerinnen und Zuhörer auch so ein bisschen mitzunehmen. Ja, vielen Dank, Linda. Ich bin sehr, sehr gerne bei dir. Das ist für mich auch eine ganz große Freude. Ja, mein Name ist Ann-Kathrin Kossendey-Koch und du hast es ja gerade schon so nett anmoderiert. Im Internet findet man mich unter dem Begriff die spirituelle Apothekerin. Und ich bin auch tatsächlich Apothekerin, also mit Approbation und allem, was dazugehört. Aber habe relativ schnell in der Praxis für mich entdeckt, dass da einfach mehr dazugehört, zum wirklichen Gesundsein. Also Krankheiten behandeln ist eine Sache, aber wirklich gesund sein ist nochmal eine andere. Also das sind zwei Pole. Und mir war dieses nur Krankheit behandeln, so wie es in der öffentlichen Apotheke einfach auch oftmals rein zeitmäßig gar nicht möglich ist und auch von den, ne, von den Gegebenheiten, war es mir unglaublich wichtig, in die Richtung zu gehen, ne, wie bin ich wirklich nachhaltig, ganzheitlich gesund? Wie kann ich das erreichen für mich? Und ja, mein Weg ist im Grunde genommen so gelaufen, dass ich nach dem Studium auch erstmal in der Apotheke gearbeitet habe, selber eine Apotheke hatte für gute 12 Jahre und dann aber gesagt habe, nein, ich mache den Sprung, ich gehe ins Gesundheitscoaching, gehe komplett rüber auch ins Online-Business, weil ich auch mittlerweile da zu dem Zeitpunkt dann schon meine 4. Tochter geboren hatte. Und das einfach auch, sage ich mal, für uns als Familiensystem viel besser zu handeln war. Und einfach ist auch viel mehr meinem Herzenswunsch entspricht einfach. Ja, und dieses Spirituelle kommt eigentlich daher, dass ich eben, wie gesagt, ganzheitlich mit meinen, ich nenne sie immer Herzenskunden, arbeite. Und zwar kommt das, dieses Ganzheitliche, sehr darüber, dass ich ja, sehr intuitiv arbeite, da auch so eine sehr gute Wahrnehmung habe, sehr schnell sehr viel erfassen kann von meinem Gegenüber, was, sag ich mal, so auf verschiedenen Ebenen ist. Und das setze ich ganz gezielt auch bei meiner Arbeit mit ein. Also es ist zum einen wirklich, ich sage da immer Naturwissenschaft meets Spiritualität, also es ist wirklich beides. Ja, mir ist ganz wichtig, dass wir gute Analysen haben, um den Zustand des Körpers darstellen zu können, aber eben um den Zustand von Seele und Geist wahrnehmen zu können, braucht es eben einfach mehr. Ja, und das Ganzheitliche, das finde ich ja auch so das Schöne, ne? Also auch den Menschen als Ganzes zu sehen, das merke ich auch gerade im Coaching, ist das ja wichtig, ja? Das eine sind Daten und ich denke gerade, es geht ja schon auch darum, dass man seine Entscheidungen eben auch stützt auf Daten, ja, auf wissenschaftlichen Aspekten. Das andere ist aber noch so ein Raum, den man vielleicht manchmal gar nicht so gut greifen kann, so gut fassen kann, was man dann vielleicht mehr fühlt, ja, also die Intuition und das eben beides sozusagen auch zu verbinden. Ich denke, das ist ja auch die Kunst, ja. Das ist ganzheitliche Arbeiten. Und jetzt hast du ja schon so ein bisschen skizziert, in welchen Systemen du unterwegs warst, ja, oder auch bist, ja, also Familie als auch Beruf. Und hast ja dann auch eine Entscheidung letzten Endes auch getroffen. Mhm. Ne? Das finde ich ja schon auch interessant, wenn man vielleicht selber auch persönlich spürt, da ist es irgendwie Zeit zu gehen, ja, oder man merkt, das passt irgendwie nicht mehr so ganz, ne? Das ist ja dann mehr so ein Gefühl, bis hin dann zu dem Schritt zu sagen, ja, ich möchte die Menschen eben nicht mehr nur mit als Kunden sehen, im Sinne von, ich gebe jetzt mal eine Medizin über den Apothekentisch rüber, sondern
ich möchte irgendwie auch anders mit ihnen arbeiten. Und das fände ich jetzt noch mal ganz spannend zu beleuchten, ne? Weil das eine ist ja wirklich Krankheiten behandeln. Und meistens ist es ja so, die Menschen kommen ja meistens schon eher erst, wenn da eine Krise da ist und wenn schon ja, der Magen streikt zum Beispiel, ja, wenn man Sodbrennen hat oder was auch immer, wenn man merkt, man kann nicht mehr schlafen, ne? Dann hat man sozusagen eine Krise und dann denkt man, ja, jetzt muss ich mal was machen, ne? Aber dieses Präventive kommt ja in dem Gesundheitssystem noch immer viel zu kurz eigentlich, ne? Also eigentlich sollten Ärzte bezahlt werden nach der Anzahl gesunder Kunden, ne? Und es hat natürlich auch immer was zu tun, Ergebnisorientiert. ja, Ach. mit der Eigenverantwortung, die Eigenverantwortung zu fördern, ja? Vielleicht kannst du ja uns noch mal so ein bisschen mitnehmen, was für Kunden du da hattest am Apothekentisch, wo du dann gemerkt hast, nee, jetzt ist irgendwie Zeit, irgendwie auch meinen Kundentypus zu ändern, ne? Also, oder mich mit anderen Kundentypen auseinanderzusetzen, ne? Was hast du da vermisst? Also ich habe das ganz stark gemerkt, gerade bei, was du gerade angesprochen hast, Schlafstörungen zum Beispiel, ein ganz großes Thema. Natürlich kannst du mit einer Schlaftablette sehr schnell einen schlafähnlichen Zustand herbeiführen. Aber was ich so auch in den Gesprächen mit meinen damaligen Kunden immer so vermisst habe, ich habe dann auch gefragt, hat denn mal jemand gefragt, ne, woran liegt denn das? Also warum schläfst du denn nicht? Ist das irgendwie abgeklärt worden? Und dann kam ganz oft dieses, ja, nee, also so im Blutbild kann man nichts finden. Und dann hat der Doktor mir das verschrieben. Und das waren auch so zwei Komponenten. Zum einen eben, es ist die Ursache gar nicht rausgefunden worden. Und es ist auch über dieses Medikament und was das überhaupt macht und was das für eine Wirkung hat, gar nicht aufgeklärt worden. Sondern das ist so, ja, so ein schnelles Symptome wegwischen und fertig. Oder aber auch bei, sag ich mal, generell chronischen Erkrankungen, Schmerzen, Migräne. Ich meine, wer hat keine Rücken-, Schulter-, Nackenschmerzen bei uns in der Gesellschaft? Also ich sage mal, das Problematische ist ja häufig, dass man immer meint, ab einem bestimmten Alter gehört das dazu. Ja, also sage ich mal, über 50 haben eben ganz viele Rücken-, Gelenk-, Schulter-, sonst was Schmerzen. Also ist es ja normal. Oder jetzt bin ich ja ganz konkret in meinem jetzigen Tätigkeitsfeld im Magen-Darm-Bereich unterwegs, also habe sehr viel mit chronischen Darmerkrankungen zu tun. Auch das ist so, ne? 7 von 10 Deutschen haben Verdauungsprobleme. Also meinen viele, es wäre normal, dass man eben, sag ich mal, Probleme bei der Verdauung hat. Aber nur weil es viele haben, ist es nicht normal. Und das ist so was, was erstmal ein Umdenken, wo es erstmal Klick machen muss. Und du hast eben gesagt, so in die Eigenverantwortung kommen. Es ist tatsächlich so, dass viele einen relativ langen Leidensweg erstmal brauchen, bis so dieser Impuls kommt, ich mache selber was. Also es ist ganz häufig so, dass da eine relativ lange Geschichte erstmal schon mal vorhanden ist, bevor so diese Idee kommt, Mensch, ich könnte auch selber was tun. Was vielleicht aber auch so ein bisschen daran liegt, dass wir ja in so einem System aufgewachsen sind, also gerade so unser Gesundheitssystem, wie du das eben schon sagtest, die Ärzte sollten eigentlich nach, ne, Ergebnis bezahlt werden. Wir haben ja auch im Grunde genommen so ein Krankheitssystem. Die Krankenkasse heißt ja auch schon so, bezahlt ja immer nur, wenn du krank bist. Die bezahlt ja nicht, damit du Krankheit verhinderst. Das ist so ein bisschen so, das ist so in diesen Köpfen dann drin und das finde ich, muss man einfach auch sehen, ja, dass wir einfach das so gewohnt sind, ne? Wir gehen zum Arzt, wenn uns was wehtut und dann holen wir Medizin dagegen. Aber es ist gar nicht so, weißt du, das müsste ja, finde ich, für meinen Geschmack, müsste das schon in der Schule ja irgendwo den Kindern schon nahegebracht werden. Mensch, ne, kümmere dich um dich. Guck, was du für dich tun kannst, Gutes. Das wird ja gar nicht, kommt ja gar nicht vor, hat ja gar keinen Ja. Platz. Ja, leider viel zu selten, ne? Und ich erinnere mich da an ein Forschungsprojekt, wo ich damals vor gut 10 Jahren war, das so Kundenorientierung in der Medizin, wo es auch wirklich darum ging, wie viel Zeit hat man überhaupt auch für Kunden, ne? Und da sprichst du natürlich was an. Warum guckt man da nicht genauer rein, ne? Warum bekämpft man nur die Ursachen, also nur die Symptome, statt wirklich an den Ursachen sozusagen ranzugehen, ne? Und da ist natürlich, es fehlt einfach auch Zeit fürs Gespräch, ne? Bei den Ärzten fehlt einfach auch die Zeit für das Gespräch, ja?
Zum Beispiel in der Schweiz haben wir viel, viel mehr Zeit, um Patientengespräche zu machen. Ich meine, damals waren es so um die 20 Minuten. In Deutschland halt so wirklich Fließbandsystem, ja, so 7, 8 Minuten, ja. Und ja, da fehlt natürlich das Zeitkontingent, ne, für das Ganzheitliche. Und natürlich, so wie du es gesagt hast, unser Krankensystem zahlt natürlich immer, wenn Krankheit da ist, ja. Und das kostet ja richtig viel Geld. Wobei mittlerweile hat ja schon auch ein Umdenken stattgefunden, also auch Prävention wird ja auch bezuschusst, ja. Und ich merke das dann aber auch, dass also die Bereitschaft überhaupt von Menschen, überhaupt auch was, ohne dass es bezuschusst wird, einfach für sich was Gutes zu tun, ja, also in sich zu investieren, in die eigene Gesundheit, die ist ganz unterschiedlich ausgeprägt, ne? Und die Frage ist ja auch immer, was ist es mir wert, ne? Also auch die Wertigkeit der eigenen Gesundheit, ne? Und wie gesagt, der Leidensdruck ist dann oft so dieser Treiber, ja, dieser Treiber. Und mein Thema ist ja so ein bisschen mehr das Thema Burnout und psychische Gesundheit, aber ich denke mit Magen-Darm-Beschwerden, ja, also und Schlafstörungen, ne? Also da sind wir ja sozusagen auch auf einer Ebene, Da ne? reichen wir uns die Hand, ja. Da reichen wir uns die Hand, ne? Und ich erinnere mich, neulich war ich bei einem Seminar von einem führenden Persönlichkeitsdiagnostiker, ne, wo auch so ein bisschen die Psyche so durchleuchtet wird, ne? Also alles so Selbstbeobachtung. Und er meinte eben auch, die Top-Führungskräfte, ja, da haben es auch viele im Magen. Viele im Magen, also gibt ja auch den Begriff der stressbedingten Erkrankungen. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen skizzieren, wie lange braucht es überhaupt, dass jemand so wirklich im Magen hat, ne? Also, und was ist damit eben auch für ein Lebensstil ja auch manchmal verbunden, ne? Also, weil letzten Endes ist es ja auch so, wie ernähre ich mich, ja, wie viel Bewegung habe ich? Ja, also ich spreche jetzt mal das klassische Lebensstilkonzept eben auch an. Ja, was mute ich mir und meiner Familie zu? Ja, also auch das, also wie viele Belastungsfaktoren habe ich da? Und wie lange dauert denn sowas, bis jemand wirklich so Probleme bekommt, dass der Körper ist ja schon auch jemand oder etwas, das sehr robust ist erstmal, Oh ja, sehr ja. widerstandsfähig, aber dass dann wirklich mal der Magen sagt, boah, Sodbrennen, also ich kenne auch einige Klienten, die sagen, oh, ich habe Sodbrennen, ja, oder dann gibt es mal Hirn-Magen-Geschwür oder was man so hatte, ne? Und ich würde sagen, da liegt natürlich auch viel Stress dahinter oder auch auf der anderen Seite vielleicht nicht so viel Selbstfürsorge, ja, also im Sinne eines positiven Lebensstils. Aber vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen. Wie lang dauert denn das und wann sollte man auf jeden Fall sich mit dir in Verbindung setzen oder mit einem anderen Experten? Also es ist so, dass du hast es schon ganz richtig gesagt, der Körper kann sehr viel regulieren. Ja, der Körper ist in der Lage wirklich, und das finde ich auch jedes Mal wieder so faszinierend. Du hast so feine Regelmechanismen im Körper und der Körper hat sehr viele Puffersysteme und kann einfach, auch wenn er dann zum Beispiel Mineralstoffe aus den Speichern holt und so vieles, immer auffangen, was wir ihm so zumuten. Aber nun ist es so, gerade wenn du in so Führungsposition bist, du bist vielleicht auch in so einem Konzernumfeld, das ist ja nochmal auch ein ganz anderes Umfeld, als wenn du, sag ich mal, in einem kleinen Familienunternehmen bist oder wenn du selbstständig bist, in, sag ich mal, in kleinerem Umfang. Diese großen Konzerne, da ist ja sehr viel, sag ich mal, Konkurrenz auch, sehr viel Reibungsfläche, sehr viel, ja, dass man auch so ein bisschen immer das Gefühl hat, man ist so auf einem, ja, auf einem Feuerstuhl. Ja, du weißt nie, wann kommt jemand anders und versucht dir deine Position streitig zu machen. Und bringt natürlich sehr viel Stress mit sich. Ja, und auch vor allen Dingen dieses gar nicht mehr sich selber abgrenzen. Also dieses immer erreichbar sein, immer, ne, auf dem Sprung sein, immer meinen, man müsste immer verfügbar sein. Und das hat leider jetzt ja in Zeiten des Homeoffice auch nochmal extrem zugenommen. Also, dass die Menschen wirklich zum Teil gar nicht mehr unterscheiden können zwischen Freizeit, Ruhephase und eben ihrer Arbeit, sondern eben über Handy, über Tablet, Computer immer erreichbar sind. Also uns ist das auch aufgefallen, mein Mann ist nun auch viel im Homeoffice, ist auch in einem Konzern tätig und uns ist das dann so aufgefallen, wann Teammitglieder noch online sind, wann Teammitglieder E-Mails schreiben, ja, wo man sich manchmal sagt, was sind das für Zeiten? Ja, also das ist schon sehr ungesund, das zu sehen. Und
es ist eben so, Stress ist so der Hauptkiller, den wir für unseren Körper haben. Also das ist wirklich in dieser jetzigen Phase, in der wir sind, ja, von der Gesellschaft her, ist das Risikofaktor Nummer eins. Es hat Rauchen und alles längst überholt. Und Stress ist eben deshalb so gefährlich, weil es deine Balance ins Kippen bringt. Ja, also Stress sorgt dafür, dass deine Systeme übersäuern. Ja, also dein Stoffwechsel anfängt zu kippen und irgendwann diese Puffersysteme einfach nicht mehr ausreichen, das abzufangen. So, und dann kommt es dazu, dass eben gewisse Baustellen sich aufreißen. Ja, also das kann eben, wie du schon sagtest, ein Magengeschwür sein oder eben zu viel Säure und dann in Folge ein Magengeschwür. Das können Verdauungsstörungen sein, das kann Schlafstörungen sein, das können Hautausschläge sein, das können, recht unspezifische Symptome noch sein, wie Haarausfall oder Müdigkeit, Schlappheit. So, und wenn ich dann nicht reagiere, dann kippt dein System immer mehr und immer mehr. Und dann kommen irgendwann in Anführungsstrichen richtige Erkrankungen dazu. Das können Gelenkerkrankungen sein, das können dann Diabetes sein, das kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein, das kann ein zu hoher Cholesterinspiegel sein. Also dann kommen so diese richtigen Stoffwechselerkrankungen dazu. Und wenn man dann nichts macht, dann kann das durchaus auch die Systeme so zum Kippen bringen, dass sich auch zum Beispiel Tumore bilden können, dass sich, also man darf immer nicht so davon ausgehen, dass irgendwann, sage ich mal, der Körper an dem Punkt ist, wo dann Schluss ist, sondern wir können den immer weiter quälen, den Körper. Und es ist ja so, also auch zum Beispiel bei Tumoren ist es ja häufig auch so, wir haben ja jeden Tag entstehen bei uns ja entartete Zellen im Körper. Aber wenn das Immunsystem voll da ist, wenn das alles funktioniert, dann kann das abgepuffert werden. Erschöpfe ich meine Systeme aber und quetsche sie wirklich bis aufs Letzte aus, dann können sie diese normalen physiologischen Arbeiten nicht mehr machen. Und dann habe ich eben das Risiko, dass ich erkranke. Und bei diesen Stresserkrankungen ist es ja leider so, oder wenn das über Stress losgeht, ist es ja so, ich habe ja zwei Schienen. Ich habe einmal den Stress selber, der mir eben über die Ausschüttung der Stresshormone eben meinen Stoffwechsel in die Schieflage bringt. Ich habe aber auf der anderen Seite durch den Stress auch häufig einen ganz ungesunden Lebensstil. Ja. Dass ich eben, dann kommt der Kaffee, weil ich eben nicht richtig schlafe oder meine, ich muss wach sein, ich muss auf dem Punkt sein. Dann kommen vielleicht Zigaretten dazu, weil ich eben diese Nervosität irgendwie oder diese Anspannung auch loswerden muss, weil ich vielleicht auch die kleinen Pausen brauche, ja, dass ich zumindest das dann mal habe. Dann kommt, dazu, dass vielleicht keine Zeit zum richtig Kochen ist, zum richtig Einkaufen, zum Genießen des Essens. Mir fehlt vielleicht die Flüssigkeitaufnahme, dass ich zu wenig trinke. Dann fehlt vielleicht auch die Bewegung, weil ich auch keine Zeit habe, Sport zu machen oder mir das nicht erlaube. Meine, ich müsste halt 24 Stunden präsent sein oder eben noch Familie im Hintergrund habe. Das kann ja auch der Grund sein, dass ich eben nicht nur meinen Beruf habe, sondern auch die Familie noch. Oder eben, was dann auch dann noch kommt, dann habe ich vielleicht so viel Kaffee und aufputschende Dinge zu mir genommen, dass ich eben auch nicht abends in den Schlaf finde, da wieder irgendwas brauche. So, und das ist wirklich wie so ein Teufelskreislauf. Das wird immer, dieses Rad geht immer schneller, ja, und befeuert sich quasi selbst. Und dann ist es ab einem gewissen Punkt auch echt nicht so einfach, aus diesem Rad rauszukommen. Ja, das ist interessant, wie du den Prozess auch beschrieben hast. Ne? Also das ist ja wirklich auch ein Prozess, wenn man psychisch krank wird. Ne? Das wird mir auch nicht von jetzt auf gleich. Und die Frage ist immer, wie gehe ich mit mir um? Also wie gehe ich mit mir und meinem Körper um? Ne? Und der Körper meldet sich ein bisschen, ja, und dann meldet er sich ein bisschen mehr. Ne? Ich sage immer so wie mit einem kleinen Kind. Wenn ein kleines Kind Hunger hat, dann macht sie erstmal, und irgendwann immer mehr, bis die Mutter endlich merkt, hey, ich habe Hunger, ja? Also so, ne? Und letzten Endes, unser Körper spricht ja auch mit uns, ja? Also, und grundsätzlich haben wir da wirklich jemand, der sehr robust ist, ne? Also ich sage auch mal, der Körper ist ja sehr, sehr robust, ne? Versucht ja eben auch diese ganzen Hormonsysteme, ja? Sozusagen auch immer wieder das System zu balancieren, ja? Und die Frage ist aber, wann kippt das System? Ne? Und ich finde das auch total interessant. Ich habe während meines Studiums auch total viel Sport gemacht, also wirklich auch
unterrichtet im Sportbereich und dann war einfach schon klar, dann ernährt man sich anders, ja, also dann brauchst du eine andere Form von Energie und ich merke auch, je nachdem, wie man sozusagen auch unterwegs ist, ja, wenn man dann nur noch mit dem Kopf unterwegs ist, das ist dann auch irgendwie zu viel Kopf, dann kann die Energie gar nicht mehr fließen, ne? Also es braucht auch so eine Mischung, sage ich immer so, von der Balance, ne? Also mit welchem System arbeitet man auch? Ne? Also, sag ich mal, das Körpersystem oder Kopfsystem oder ja, weil es geht ja da wirklich auch um einen Ausgleich. Ne? Und ich muss sagen, ich bin auch eine Verfechterin der Pause, der kleinen Pausen. Und das ist ja schon mal wichtig. Also, was trägt uns sozusagen die Pausen? Ne? Also, und eben auch dieses Spüren, dieses Hinhören auch, was brauche ich jetzt gerade? Ich mache da die Erfahrung, dass die Menschen da immer mehr wegkommen, ja, weil sie funktionieren, genau. sie machen, das ist wie so ein, ja, wir sind einfach im Hamsterrad und denken gar nicht mal, dass sie da mal aussteigen könnten, um mal aus einer Metaebene, ja, wirklich auf dieses Thema zu schauen, ne? Und dann fängt es nämlich an, kompliziert zu werden, nämlich wenn alle hamstern, ja, das merkt man dann an den E-Mails vielleicht auch und manchmal merkt man es dann auch, wann wird die E-Mail geschrieben, ne? Also auch da. Und da ist es natürlich total wertvoll, wenn Firmen eben auch ja, Arbeitsschutzgesetze haben, ne? Und, oder auch Führungskräfte dann eben auch mit Mitarbeitern sprechen, wenn sie merken, da ist ein Thema. Ne? Also manchmal sieht man ja schon, je nachdem, wie spät diese E-Mail geschrieben worden ist, ja, ja, was das vielleicht auch eine Stimmung sozusagen sein könnte. Ja, weißt du, ich finde es auch so wichtig, es darf ja ruhig mal hektisch sein, es darf auch mal stressig sein. Also wir sind ja, wie du schon gesagt hast, wir sind robust, also wir halten das schon mal aus. Nur was eben gefährlich ist, ist, wenn es der Dauerzustand wird. Mhm. Ja, wenn es der Dauerzustand wird, also wir dürfen uns auch ruhig mal fordern, finde ich, sowohl körperlich wie auch geistig. Also das finde ich absolut in Ordnung. Aber wenn du merkst, und das ist so, wie du das eben so schön angesprochen hast, wenn du merkst, du kommst da selber nicht mehr raus, wenn es für dich so zur Normalität geworden ist und wenn du auch so diese Scheuklappen bekommst und gar keine Lösung mehr siehst, sondern so, dass, so getrieben bist. Also ich finde, das beschreibt es auch ganz gut. Das sagen mir auch viele meiner Kundinnen, dass sie wirklich so dieses Gefühl hatten, so getrieben zu sein. Ja, wie durch so einen Tunnel durch. Du musst da weitermachen. Und dann kommt vielleicht irgendwann am Ende dann die Erlösung. Mhm. Aber wenn ich mich in diesem Rad verfange, dann kommt ja kein Ende. Ja, mhm. Das ist ja die Symbolik dieses Rattes, dass es eben immer weitergeht und womöglich immer schneller. Mhm. Ja? Und da ist es eben wichtig, dass man vielleicht von außen mal jemand den Stock ins Rad hält. Mhm. Und es braucht ja die Grenzen auch. Das hast du ja auch mit mir angesprochen. Ja? Diese Abgrenzungsfähigkeit, ich sage ja auch, das ist ja auch gerade im Homeoffice nochmal was ganz, ganz Wesentliches, dass man da eben auch weiß, wann mache ich was? Ja, also wie strukturiere ich mir auch letzten Endes meinen Tag? Ja, wie viel Selbstbestimmung kann ich da reingeben? Ja, ich erlebe das manchmal, dass dann heißt, ja, da haben wir immer diese Teambesprechungen und dann sage ich, ja, macht das Sinn oder in welchem Rahmen macht es denn Sinn? Ja, was ist denn Ziel? Wer muss denn alles dabei sein oder sollte dabei sein? Müssen Sie wirklich dabei sein? Ne? Also auch da zu gucken, wo ist die Grenze? Ja, also für was bin ich verantwortlich, für was aber auch nicht? Ne? Und gleichzeitig gute Regularien zu finden, auch wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Ne? Wie passt es für mich? Ja? Wie lässt sich das auch mit meinem Familien-Berufsalltag irgendwie gut vereinbaren, ohne dass das dann gleich eine Schwäche ist. Ja? Also ich glaube, was ja auch das Thema anbelangt, ist ja, dass wir uns ein bisschen verletzlicher vielleicht zeigen dürfen, als wir es manchmal machen. Ja? Dass wir uns so eben auch sagen, das geht jetzt nicht, ja? Dieser Termin liegt ungünstig. Ne? Also, und dass wir uns das erlauben, ne? Also auch da eine Grenze zu setzen. Ne? Und diese Abgrenzungsfähigkeit, das heißt, hat ja nichts mit mangelnder Motivation zu tun, sondern es ist ja auch ein Schutzfaktor. Ne? Und das ist ja total wichtig, auch eine Grenze setzen zu können, aber auch zu dürfen. Ne? Also wer gibt denn wem hier die Erlaubnis? Ne? Genau. Das ja, und es ist ja auch so wichtig, weil ich sag mal, klar kannst du immer da sein und alles selber machen. Das geht, das ist sicherlich möglich, aber die Frage ist doch auch, welche Qualität lieferst du dann ab? Und da bin ich ein großer Verfechter für, ich mache lieber gezielt Pausen und nehme mich gezielt aus Dingen raus, damit ich die Qualität bei den Dingen, wo ich absolut nicht ersetzbar bin, auch hochhalten kann.
Ja, es bringt dir ja nichts, an 1000 Töpfen zu rühren. Ja. Aber dass nachher, sag ich mal, dir 3/4 der Töpfe überkochen, ja, das nützt ja nichts. Ja. Und selbst wenn man schon Profi ist, ne? Also die Frage ist auch, wann ist mal Schluss? Ja? Also wie viele Töpfe kann man überhaupt bedienen? Mit welchem Anspruch kann ich welche Töpfe bedienen? Oder ich sage manchmal auch so Baustellen, ja. Also wie viele Baustellen habe ich denn so im Leben? Kann ich da eine mal vorübergehend schließen, ja? Oder muss ich da sozusagen immer die Bauaufsicht haben? Ne? Also da auch zu schauen, ja, in welchen Bereichen ist man denn da auch unterwegs, ne? Und vor allem auch mit welchem Tempo ist man unterwegs, ne? Und was du ja auch sagtest, ich denke auch, es ist total wichtig, dass wir uns fordern, ja. Also wir wollen ja auch erfolgreich sein, Ergebnisse erzielen. Da gehört es natürlich dazu, dass man sich auch anstrengt. Aber gleichzeitig ist auch mal wichtig, dass man eben auch mal 5 gerade sein lässt, ne? Also auch da wieder diese Balance zu finden, das ist, denke ich, die Kunst. Ja, und jetzt weiß ich ja, du bist auch Mutter von 4 Kindern und und bist ja auch erfolgreiche Unternehmerin, also hast sozusagen beide Bereiche, ja, und hast wahrscheinlich noch viel mehr Bereiche, aber die gilt es ja auch immer gut zu koordinieren. Und was ist denn da für dich so der Geheimtipp? Wie schaffst du es denn für dich immer wieder in Balance zu bleiben? Also ein ganz großer Punkt für meine Energie ist tatsächlich der Sport geworden. Also ich mache deutlich mehr Sport, als ich es früher gemacht habe. Ich gehe laufen, weil ich einfach merke, dadurch komme ich einfach in eine ganz andere Energie wieder. Spiele Tennis wieder, habe damit wieder angefangen, mache Yoga, schwimme ganz viel. Also ich versuche immer, und das mache ich teilweise tatsächlich auch bevor alle hier im Haus aufstehen. Also da stehe ich dann wirklich früh auf, auch am Wochenende, um das zu machen. Aber mach auch das wieder nicht so verbissen. Also ich mache da jetzt auch nicht so dieses, du musst und du ist ganz wichtig und du hast dir das im Kalender eingetragen, sondern ich gucke auch immer so ein bisschen, wie fühle ich mich. Also es kann auch passieren, dass ich dann einfach mal sage, so, und heute schlafe ich einfach länger, weil das ist mir jetzt einfach wichtiger. So, also da gucke ich schon genau, aber merke, dass ich wirklich diesen Sport auch einfach brauche, diese Bewegung. Und ich mache das ja alles möglichst an der frischen Luft, einfach um Stresshormone abzubauen, um den Kopf frei zu kriegen. Weil du kannst dir vorstellen, bei 4 Kindern, ja, also wenn ich für das Wort Mama jedes Mal 50 Cent kriegen würde, dann bräuchte ich, ja, wahrscheinlich wäre ich dann schon Multimillionär, weil das ist allein an so einem Sonntag oder so kann das schon, ne? Weil jeder natürlich Aufmerksamkeit möchte, jeder möchte mir seine Geschichten erzählen, jeder möchte, dass ich gucke, dass ich dabei bin, und ja, da fällt das Wort halt sehr, sehr oft, und dann bin ich unglaublich froh, wenn ich mal nur für mich bin und laufen kann zum Beispiel, ja, und da geht es mir auch nicht darum, irgendwie mal Halbmarathon zu laufen, sondern da geht es mir echt einfach nur darum, draußen zu sein, für mich zu sein, im Wald zu sein. Und das gibt mir schon mal ganz viel Kraft, also Bewegung, ja, und frische Luft, das ist so Natur, das ist ja alles quasi in einem dann. Und was mir auch sehr hilft, ist, dass ich mir immer wieder bewusst mache, und das darf ich teilweise auch wirklich sehr, sehr nachdrücklich, mir bewusst machen, dass ich nicht nur Mutter bin, sondern ich bin auch ein Mensch. Und ich habe auch meine Grenzen und ich habe auch mein Anrecht auf ein Leben quasi. Ja, also es ist nicht so dieses, also rauszukommen aus diesem, ich opfer mich auf für die Familie. Ja, ich mache sehr viel für meine Familie, auch gerne von Herzen, aber ich ziehe da auch eine klare Grenze. Und ich habe jetzt auch das so, dass mein Mann und ich, wir teilen uns das wirklich 50-50. Also es ist nicht so, dass einer hier irgendwie, also dass ich mehr für den Kinderhaushalt zuständig wäre, sondern wir teilen uns das tatsächlich. Und das hat auch bei mir am Anfang so ein bisschen teilweise Umdenken erfordert. Ich komme nun aus so einer ganz klassischen Familie. Ja, meine Mutter hat zwar auch immer gearbeitet, aber hat sich immer dafür zuständig gefühlt, alles im Hintergrund zu machen. Mein Vater musste nichts machen, hatte nichts mit Kindern und Haushalt zu tun. Sie hat das alles alleine organisiert. Und da wirklich dann irgendwann an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich mache es anders, das musst du auch erstmal, ne, das erfordert auch Mut und das erfordert auch, zu sagen, ich will das so nicht. Mhm.
Ja, weil ich also umgekehrt auch immer gehört habe von meiner Mutter, das sagt sie auch heute noch, so, ja, ich habe mich ja so aufgeopfert für euch. Mhm. Ja, und da habe ich immer gesagt, nee, das, ich möchte nie meinen Kindern sagen müssen, ich habe was quasi für euch aufgegeben oder nicht gemacht oder habe mich so, also weißt du, diese Opferrolle. Mhm. Weil das, ja, das, ja. Ne? Das ist man ja mit dann, ne? Auch. Ja, ja, erstmal. Genau. Und davon ist ja wichtig, dass man sich da erstmal dann auch verabschieden darf, ne? Also gerade wenn man so sozialisiert ist, ne? Ja, ja. Und natürlich hat die auch ihren Preis, ne? Also es ist ja auch, sage ich mal, wenn man ja eine gleichberechtigte Partnerschaft auch lebt, dann muss man vielleicht manche Dinge auch mal ein bisschen mehr loslassen können, ja? Und ja, auch Gespräche, man muss ein bisschen mehr koordinieren, ne? Also wie gesagt, das ist ja immer beides, ne? Also jede Entscheidung hat ja immer ein Für und ein Wider, ne? Und wichtig ist ja aber, dass man diese Entscheidung eben auch trägt. Ne? Also auch das ist ja ein tragendes System, dass man sich für etwas entscheidet. Ne? Und nicht aus einer Opferhaltung. Ja? Genau. Das früher natürlich so war. Und ich sehe auch viele Frauen, die sich damit natürlich auch total überfordern, dass sie eben auch eine super perfekte Mutter, also schon allein dieser Begriff perfekte Mutter, ja, sein wollen und perfekt im Beruf, die perfekte Figur, ja, alles perfekt, perfekt, ja. Mhm. Und ich sage immer, es kommt ja auch auf den Menschen drauf an, ne? Und das Außen ist nicht, wie es innen ist. Und wichtig ist ja, dass wir das Innen nach außen kehren, ne? Dass wir dann eben vielleicht nicht den perfekten Kuchen backen, sage ich immer, aber eben mit Liebe gemacht haben, ja. Und ja, oder vielleicht auch mal notfalls mal irgendwo einen Bäcker unterstützt. Ne? Also da irgendwie auch geschaut, wie kommen wir sozusagen auch da raus, ne? Dass wir nicht... Ja, und auch loslassen lernen, weißt du? Also das ist schon so, natürlich macht mein Mann viele Dinge auch anders als ich. Ja. Ist ja logisch. Und ich jetzt war das bei uns in unserem Familiensystem so, ich war ja mit meinen Zwillingen erst alleinerziehend und dann habe ich ja meinen jetzigen Ehemann kennengelernt und habe eben mit ihm nochmal zwei Kinder bekommen und das ist natürlich auch so, bei den Zwillingen war ich ja quasi Mutter und Vater in eins. Mhm. So haben wir alles gemacht und bei den beiden Kleineren ist es jetzt auch so, dass viele Dinge, es gibt Dinge, da sagen die ganz klar, nee, das soll Papa machen. Mhm. Das war bei der Elisabeth erst auch manchmal in einigen Situationen, dass ich dann gedacht habe, so, ja, mag die mich jetzt nicht oder weißt du, so dieses... Ja, ja, loslassen, ja, können auch. Ne? Ja, loslassen können. Und geteilte und Verantwortung auch. Ja, und also einfach so auch zu sagen, okay, mein Mann macht es auf seine Art, mhm, und das akzeptiere ich einfach auch und er akzeptiert ja auch, dass ich es auf meine mache. Also das ist jetzt nicht so, dass man, wie du schon richtig gesagt hast, dass das jetzt immer nur heißt, ah, ist ja super, wenn man so sich das teilt, sondern da bedarf es vieler Absprachen, vieler, ne, dass man sich einfach da auch nochmal auf anderen Ebenen einigt. Ich sag mal immer so, Teamentwicklung. Genau, Teamentwicklung, ja. Teamentwicklung. Und, aber ich sehe es auch so, es, ja, ist auch wirklich, ja, wir sind auch, wir verstehen uns auch als Team. Ne? Ja. Also wir verstehen, und das ist ganz wertvoll, ja, weil du, sag ich mal, dann auch anders deinem Partner begegnest, wenn du es als, ja, Team siehst. Ja. Ja, schön, liebe Ann-Kathrin, da hast du ja ganz viel nochmal auch von dir persönlich preisgegeben, denn ich finde, auch das ist ja wichtig, ne? Also sozusagen auch, wie geht man denn durchs Leben und welche Entscheidung trifft man auch, ne? Und was ist der Preis auch für jede Entscheidung, auch das, ja, das ist ja manchmal so, ne? Und da muss man es einfach ausprobieren, wie passt es zu einem, ne? Sozusagen auch. Und also ich selbst mache auch super, super gerne Sport und draußen in der Natur. Das ist für mich auch die wahre Kraftquelle, ne? Also so wirklich mal von diesem Grundrauschen hier mal so rauszugehen und einfach auch das Leben zu genießen, ne? Also was auch alles da ist letzten Endes, ne? Also, und ich denke, dann sieht man auch viele Dinge viel gelassener, wenn man dann wieder an dem Mehl sitzt, ne? Sozusagen, man einfach wieder gut drauf ist, ne? Und es ist schon auch erwiesen, dass Sport auch oder generell Aktivität zur Stimmungssteigerung total hilfreich ist, aber natürlich nicht mit wieder Leistungsdruck, ja, genau. Also was ich eben auch oft kenne, auch gerade im männlicheren Bereich, auch oft, dann nimmt man den Freizeitstress da eben auch noch mit und sagt, so und so viele Kilometer, ne? Also über was identifiziere ich mich oder mit was definiere ich mich, ja, so, ne? Da, früher waren es die Flugmeilen und dann ist es jetzt eben die 10 Kilometer Zeit, ne? Also da auch immer wieder zu schauen, mache ich es denn, weil ich mit mir in Verbindung bin, ne? Also, mhm,
Und wichtig eben, dass wir es eben auch sind, ne? Also, dass wir mit uns in Verbindung sein können. Ja, und weißt du, da kann ich auch vielleicht auch nochmal so nur als kleinen Tipp nochmal, also wenn du mir vor einem Jahr gesagt hättest, ja, dass ich regelmäßig wieder laufen gehen würde, hätte ich gesagt, du spinnst, ja, weil es gar nicht so früher, als ich noch jünger war, war das nicht meine Sportart. Ich fand es total langweilig, da durch die Gegend zu laufen, aber da hatte ich natürlich auch nicht diesen Stresspegel und da hatte ich auch nicht diesen, sag ich mal, diese Beanspruchung. Ja, da war ich Studentin, da habe ich mein Leben, ne, für mich gelebt, alles wunderbar. Da fand ich das einfach doof, Joggen. Das habe ich mal ausprobiert, fand ich blöd. So, und ich möchte einfach nur jeden ermuntern, das nochmal neu zu entdecken. Also wirklich auch zu gucken, was passt in der jetzigen Situation zu mir. Ja, und nicht so zu sagen, naja, das habe ich schon mal gemacht und das war blöd oder war nicht gut für mich, sondern guckt wirklich drauf, so was ist jetzt in meiner jetzigen Situation was mir Kraft schenkt. Das kann was ganz anderes sein, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Ja, super. Ja, danke, Anne-Kathrin, dass du das auch nochmal sagst, ne? Auch da entwickeln wir uns weiter, ja, also in verschiedenen Lebensphasen brauchen wir auch unterschiedliche Krafttools, ja, dass wir wieder in Balance sein können. Ja, in diesem Sinne, liebe Anne-Kathrin, wenn jemand mit dir in Verbindung kommen möchte, wie kann er das denn am besten machen? Also man findet mich unter meinem Namen überall im Internet quasi, auch bei Facebook, Instagram, aber auch unter die spirituelle Apothekerin, also auch das ist eine Möglichkeit, auch da findet man mich und wie gesagt, herzlich gerne, wer Fragen hat oder irgendwas, gerne melden per Mail oder Nachricht auf den sozialen Medien, ist kein Thema, da finden wir immer eine Lösung. Super, und wir werden es natürlich auch verlinken, ja, dass die Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer eben auch hier quasi, den direkten Draht zu dir finden. Ja, von Herzen Dankeschön. Es war wirklich jetzt doch ein längeres Gespräch, aber wahrscheinlich hätte man noch viel mehr reden können, aber gerne mal wieder. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank dir, liebe Anne-Kathrin, für das heutige Kommen und für dein Sein, wie du die Kunden heute eben auch begleitest. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Linda. Es war wieder richtig toll bei dir und danke, dass ich da sein durfte. Ja, danke. Macht's gut. Tschüss.